Bringen wir die Debatten, die wir hier unter dieser Kuppel führen, in unsere Wahlkreise, zu mir nach Duisburg genauso wie nach Greifswald oder nach Passau oder an andere viele schöne Orte in unserem Land. Köln höre ich gerade. Mir liegen folgende Vorschläge von den Fraktionen vor. Von der Fraktion der SPD, Aydan Özus. Von der Fraktion der CDU-CSU, Yvonne Magwas. Von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Claudia Roth. Von der Fraktion der AfD, Dr. Michael Kaufmann. Und von der Fraktion Die Linke, Petra Pau. Ich bitte nun noch mal um Ihre Aufmerksamkeit. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht, aber das ist nicht so. Herr Kubicki, Entschuldigung. Sie haben gerade festgestellt, Sie sind der einzige Mann wahrscheinlich, wenn das Ergebnis so kommt. Ich bitte, bitte vielmals um Entschuldigung. Selbstverständlich hat auch die Fraktion der FDP einen Vorschlag mit Wolfgang Kubicki. Ja, guter Mann. Danke, dass Sie bei Ihrer ersten Rede gleich schon mal 17 Sekunden eingespart haben. Da können sich Ihre Kollegen und Kolleginnen ein Beispiel daran nehmen. So. Und wir wünschen Ihnen sehr viel, Glück dabei, aber mit so wenig Koordinierung, mit so wenig Monitoring, mit so wenig konkreten Maßnahmen wird es nicht gelingen. Sie haben die Chance, das Ganze zu konkretisieren. Wir sind da an Ihrer Seite. Wir wollen Sie bei dieser Transformation unterstützen. Aber weder der Koalitionsvertrag und schon gar nicht die Reden des heutigen Tages lassen mich da irgendwie optimistisch sein. Vielen Dank, Frau Kollegin Schön. Bitte? Oder reden Sie noch weiter? Es hört sich gerade so an, als seien Sie zu Ende. Ach so. Nee, ich habe noch eine Minute und würde das auch ganz gerne noch weiterführen. Die Koalition hat sich auch das Ziel gesetzt, das transatlantische Bündnis zu erneuern. Wir wollen mehr Westen wagen. Wir unterstützen Initiativen wie die Allianz der Demokratien. Wir werden die Beziehungen zu unseren freiheitlichen Wertepartnern weltweit ausbauen und vertiefen. Gerade kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Abgeordneter. Jawohl. Gerade im Systemwettbewerb mit autoritär regierten Staaten wollen wir Solidarität mit unseren demokratischen Partnern üben. Das heißt für uns zum Beispiel Staaten wie Australien. Kommen Sie oder Litauen. Bitte zum Schluss, Herr Abgeordneter. Ich bin dabei. Wenn merkt Sie das aber nicht so richtig. Das muss ein Schlusssatz werden. Jawohl. Also. Ja, lieber Herr Dahlrup, Sie hatten gerade noch mal in der Rede gesagt, dass Sie mir zukünftig nicht die Hand geben. Das bedauere ich. Ich gebe Ihnen nach wie vor die Hand und das auch sehr gerne. Wir können uns gerne über alle Fakten unterhalten, über die wir gerade in meiner Rede was gehört haben. Das können wir gerne auch mit Quellen und Belegen machen. Und zukünftig wünsche ich mir von Ihnen, dass Sie ein bisschen mehr mit Niveau pöbeln. Vielen Dank. Herr Kollege, Sie wollen darauf tatsächlich antworten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich auch niemandem die Hand gebe, weil das ja nicht angemessen ist während der Corona-Pandemie. Aber Sie können gerne antworten. Herr Beckamp, habe ich überhaupt nicht gepöbelt, sondern ich habe Fakten dargestellt. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt. Nächste Rednerin ist die Kollegin Petra Nikolaisen, CDU-CSU-Fraktion. Aus Schleswig-Holstein, wo die ruhigen Menschen wohnen. Das stimmt. Hiermit nehmen wir Verantwortung für die Zukunft wahr und dafür danke ich Ihnen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank, Herr Kollege Mayer. Vielleicht können die Haushaltspolitiker ja mal nachrechnen, was es bedeutet, wenn jeder seine Redezeit um eine Minute überzieht, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Das wäre doch eine gute Aufgabe. Und ich appelliere an die Bundesländer, die massiv betroffen sind, insbesondere auch an NRW. Gehen Sie den Weg dieser Bundesregierung mit. Er gibt Kommunen Handlungsmöglichkeiten und stärkt diesen Staat. Vielen Dank, Herr Kollege Rode. Redezeit ist zu Ende, ja. Ist das. Herr Präsident. Vielen Dank.
Herr Kollege Rode, aber bei uns kam auch irgendwie an, dass die Rede zu Ende ist. Also ja, thematisch war sie jedenfalls zu Ende. Vielen Dank, Frau Kollegin Beck. Nein, das war nicht die erste Rede. Tut mir leid, aber ich hätte es sonst angekündigt. Es war nicht die erste Rede. Streiten Sie nicht mit mir. So, nächster Redner ist der Kollege Dr. André Berkerger, CDU-CSU-Fraktion. Herr Kollege Schrodi, nun kommt eine erste Rede. Es kommen noch zwei weitere erste Reden dann aus der SPD-Fraktion. Für Ihre erste Rede, kleinen Moment. Also bei uns gilt der Grundsatz, ich rufe auf und dann kommen Sie. Nicht? So, aber die Versorgungssicherheit der Bevölkerung und die Sicherheit der Landwirte und ihrer Höfe sollte für Sie oberste Priorität haben und nicht Ihre ökodiktatorische Ideologie. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Das war eine Punktlandung in der Zeit. Alles andere bewerte ich nicht. Alles andere bewerte ich nicht. Noch kann eine Impfpflicht noch etwas zur Bewältigung der Omikron-Welle beitragen. Einen massiven Grundrechtseingriff mit einer möglichen Mutante im Herbst zu begründen, die wir noch nicht kennen, und einem Impfstoff, den wir noch nicht haben, sozusagen eine Impfpflicht auf Vorrat, halte ich auch aus rechtlicher Sicht für nicht vertretbar. Vielen Dank. Ich habe es noch gemerkt, Frau Präsidentin. Sonst hätte ich Sie auch tadeln müssen. Ich hätte das auch hingenommen. Übrigens auch für Sie gilt das Zeichen Präsident, wenn das aufleuchtet. Normalerweise ist es hier in dem Saal während einer laufenden Sitzung nicht erlaubt zu fotografieren. Heute ist aber ein besonderer Tag. Und damit ich nicht 736 Ordnungsrufe machen muss, erlaube ich gleich allen für diesen Tag, allen Abgeordneten zu fotografieren. Aber bitte diskret. Aber freuen Sie sich nicht zu früh, das ist nur für heute. Ab morgen gelten wieder die strengen Regeln. Apropos Disziplin, der rote Balken hat eine Bedeutung. Vielleicht, dass alle noch mal draufschauen. Frau Hagedorn, Sie haben, möchten Sie eine Nachfrage stellen? Früher fanden Sie es gut, wenn der rote Balken wächst. Ja. Auf jeden Fall. Der hat auch eine Bedeutung, habe ich ja gesagt. Frau Hagedorn. Frau Präsidentin, da vorne leuchtet es noch gelb. In der Hoffnung, dass gelb auch aufwächst. Verstehe. Ja. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP wünschen Überweisung. Und zwar federführend an den Ausschuss für Gesundheit und mitberatend an den Auswärtigen Ausschuss, an den Ausschuss für Inneres und Heimat, an den Rechtsausschuss, an den Ausschuss für Tourismus sowie an den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Ist irgendwas passiert? Gut, also ich würde der Staatsministerin natürlich nicht zustimmen, dass auf der Regierungsbank Randale stattfindet. Vielen Dank, Frau Kollegin Andres. Ich bin völlig begeistert, dass bei dem Thema kalte Progression einige so heißblütig sind. Gut, es gab schon bessere, ich gebe das zu. Daher heißt es bei uns, erst beraten, erst nochmal alle beraten, dann impfen. Herr Kollege, auch bei der ersten Rede, wenn es dann sehr viel ist, ich erinnere Sie nur daran, dass Ihre Redezeit um ist. Ich bin in 10 Sekunden fertig. Gut. Okay. Vielleicht werden es auch 15. Wie du auf einmal ein Zusammenwachsen, also jetzt wohne ich ja auf der bayerischen Seite der Grenze, dass du Freunde hattest, die ganz komisch geredet haben, thüringisch, und die dann auf einmal deine besten Freunde wurden.
weil du auf einmal gemerkt hast, wir wachsen zusammen. Und die Jahre, wo wir uns selbst als Ossis und Wessis definiert haben, die geraten in Vergessenheit. Wenn wir heute in diesem Haus stehen, dann müssen wir uns bewusst machen, was der Deutsche Bundestag eigentlich ist. Herr Kollege? Der Reich. Ihre Redezeit war um gewesen. Und bevor Sie noch weiter über komisches Thüringen reden, sage ich es mal als Thüringerin, kommen Sie doch bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Wir werden uns auch in Zukunft weiter erinnern. Als Südsudan 2011 unabhängig wurde, haben die Menschen dies gefeiert. Fast 99% der südsudanesischen Bevölkerung hatte für die Abkopplung vom Norden gestimmt. Jetzt ist das der Worst Case. Ich habe eine Seite meiner Rede vergessen. Jetzt läuft auch die Redezeit weiter und es geht in aller Ruhe. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Frau Präsidentin. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Das ist nicht meine erste Rede in diesem Parlament, sondern ich habe schon von Ihrem Vorgänger, Herrn Professor Lammert, einmal einen 30-prozentigen Zuschlag bekommen. Ich glaube, der gilt jetzt fort und deswegen versuche ich. Nein. Und dann müssen Sie sich jetzt bitte bei Ihrem freundlichen PGF zurückmelden, der nämlich hier gemeldet hat, es sei Ihre erste Rede. Ja, das ist sehr lieb, vielen Dank. Das ist sehr lieb von Ihnen. Ich versuche trotzdem in 5 Minuten fertig zu werden. Grundsätzlich gilt aber, ich schließe wie immer mit Shakespeare, Polonius, Hamlet, Akt 1, Szene 3. Sich und den Freund verliert das Darlehen oft und borgen stumpft der Wirtschaftsspitze ab. Und das wollen wir ja nicht. Kollege Fricke, für den weiteren Verlauf bitte ich den Schluss schon einzupreisen in die Redezeit. Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich meine, Sie haben sich alle so gefreut, dass ich wieder präsidiere. Das wird sich ändern mit der Freude, glaube ich. Und wissen Sie was? Jeder, der das kritisiert, sollte lieber sagen, was ist eigentlich Ihre Rolle in einer solchen Krise? Was erwarten die Menschen von Ihnen? Sie erwarten von Ihnen, dass Sie konstruktiv mitmachen. Und ich würde mir wünschen, dass Sie daraus dazu zurückkommen. Vielen Dank. Einen Moment bitte noch. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Zunächst im Wissen um die besondere Verantwortung meiner Fraktion sage ich Ihnen als Berichterstatter für den Einzelplan 02 Deutscher Bundestag die volle Unterstützung bei den Haushaltsverhandlungen zur Reparatur dieses Rednerpultes zu. So, während das Pult vorbereitet wird, eine Information an alle noch nachfolgenden Rednerinnen und Redner. Der kleine Unfall vorhin hat hier offensichtlich Folgen, aber wir sind nicht hilflos und werden uns auch weiter entsprechend an die Redezeiten halten. Das heißt, Sie haben jetzt hier vorn einen entsprechenden Wecker, können auch den Ablauf der Redezeit verfolgen. Sollte Ihnen das nicht gelingen, werde ich mich räuspern, da ich, wie gesagt, auch das Signal hier im Moment nicht erleuchten kann. Räuspern heißt, ich hätte jetzt tatsächlich den Knopf gedrückt und Sie sollten den Schlusspunkt sofort setzen. Sicherheit im Wandel bedeutet, dass wir unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat verteidigen gegen Extremisten, dass wir diejenigen wertschätzen und unterstützen, die sich hauptamtlich und ehrenamtlich jeden Tag aufs Neue für unsere Sicherheit einsetzen und dass wir denjenigen Schutz und Zuhause bieten, die jetzt vor Krieg und Zerstörung fliehen mussten und müssen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Gerster. Ich bin von Sozialdemokraten nichts anderes gewöhnt. Dass aus einem Satz dann fünf werden, ist einfach der sozialdemokratischen Seele geschuldet. Liebe Kollegen der Union, ich glaube, dass Ihr Antrag nicht so recht mit Herzblut verbunden ist, wenn ich das sehe, wie viele Leute bei Ihnen da in der Fraktion gerade so anwesend sind. Vielen Dank, Herr Kollege Busen. Ich bin gerade von dem Kollegen Schriftführer der Unionsfraktion darauf hingewiesen, dass zwar nur 4% des Personals der Union anwesend sind, aber dafür 80% der Kompetenz in diesem Bereich. Alles voran, Herr Präsident. Tja, liebe Kollegen aus der Union, manchmal kommen Reden einem ziemlich lange vor, wenn sie viel Inhalt haben, nicht? Also wir haben zwar die Angleichung bei den Sozialversicherungsbeiträgen, löblich unterstützen wir, ist gar keine Frage. Lieber aber Max, dann musst du bei 521 oder 522 Euro die gesamten 522 Euro dann voll versteuern. Und das ist die Schwelle, das ist die Schwelle, Schluss, die dann bedeutet, dass niemand in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geht. Und da sollte oder die FDP nachdenken darüber und nicht ihre Steuerpolitik. Politischen Ansprüche Wort, reduzieren auf die Erhöhung des Grundfreibetrages. Also das ist ja also traurig von der FDP, also das hier sozusagen also zu reduzieren, die steuerpolitischen Ansprüche. Entschuldigung. Was heißt Entschuldigung? So sind unsere bayerischen Freunde einfach, nicht? Also Regeln spielen keine Rolle. So, vielen Dank aber. Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, dass seine Stimme noch... Ich darf fürs Protokoll vermerken, dass der Kollege Jens Spahn eilt, also nicht schlendert, sondern eilt, damit wir das auch fortsetzen können. Diese Gut, es kommen noch Vertreter der Sozialdemokraten dazu. Die typische Große Koalition der Langsamen ist unterwegs. Noch einmal, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, was seine Stimme nicht abgegeben hat? Ich muss jetzt warten, bis Sie wieder reinkommen, weil ich ja nicht weiß, ob Sie gewählt haben. Wenn ich das jetzt schließe, ist es zu Ende. Ja, aber Herr Kollege Huben, Sie wissen, ich muss den Wahlgang schließen. Und wenn ich sage, wir schließen den Wahlgang, dann können Sie das nicht mehr in Ihre Urne reinschmeißen, was Sie da vielleicht noch ausgefüllt haben. Also einen ganz kleinen Moment bitte noch. Und Sie wissen, wie teuer das ist, wenn man das nicht macht, nicht? Also ja, aber es war noch ein Mitglied aus Ihrer Fraktion. Ob der sich das leisten kann, das weiß ich jetzt nicht. Sie waren so erstaunt, nicht? Ja. So schnell kann der Geschlechterwandel funktionieren. Die Zeit für die Abstimmung ist fast vorbei. Ist noch ein Mitglied im Haus, das noch nicht abgestimmt hat? Der Kollege Schwabe. Gut. Na, das ist alles gut. Der hat ja jetzt auch noch Zeit, wenn er sich ein bisschen schneller bewegt. Dann können wir die Abstimmung gleich schließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie erleben jetzt einen historischen Moment. Ich erteile dem Kollegen Dr. Ralf Stegner, SPD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Ihr jugendliches Alter produziert sehr viel Altersweisheit. Das muss ich hinzufügen. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stegner. Es war historisch, weil wir beide über 10 Jahre das Vergnügen im Schleswig-Holstein Landtag miteinander hatten. Deshalb war das heute historisch. Jetzt bitte ich kurz noch mal um Aufmerksamkeit. Bevor ich nämlich die Tagesordnung aufrufe, möchte ich an ein sportliches Großereignis erinnern. Am vergangenen Wochenende sind wir nämlich Fußball-Europameister geworden. Falls die Zuschauerinnen und Zuschauer kurz irritiert sind, wir haben tatsächlich einen FC-Bundestag. Und ich möchte dem Mannschaftskapitän Mahmut Özdemir ganz herzlich im Namen von uns allen zum Sieg
gratulieren. Herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns alle mit, dass wir nach fast 11 Jahren erstmalig ein Turnier gewonnen haben. Möglicherweise bin ich nicht ganz unbeteiligt. Ich habe zwar nicht mitgespielt, aber ich habe damit gedroht, wenn es keinen Sieg gibt, werde ich keine Dienstreise mehr genehmigen. Vielen Dank, Herr Kollege Reuter. Ich hatte erfahren, dass Sie nicht mitgespielt haben, Herr Kollege Reuter. So umkreist. Der ist ja noch schlimmer als der Gesetzentwurf der Linken. Also der wird es wohl nicht werden. Deswegen setzen wir auch auf die Kollegen der FDP, dass sie die Freiheit hochhalten. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine weitere Debatte. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wunderbar. Also die Redezeit. Nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird hier. Also. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Das alles wird die Existenz des Euro in Frage stellen, ob Ihnen das gefällt oder nicht. Zum vorgelegten Gesetzentwurf werden wir uns enthalten. Zum CDU-Antrag werden wir zustimmen. Aber beides, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird die Großwetterlage, die ich Ihnen geschildert habe, nicht verändern. Vielen Dank, Herr Kollege Glaser. Herr Staatsminister AD, machen Sie sich keine Sorgen. Meine sexuelle Orientierung wechselt stündlich. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch nicht. Moment. Noch nicht schönes Wochenende. Also wir arbeiten ja noch weiter hier. Nicht, dass jetzt alle auf einmal gehen. Ich bleibe bis zum Ende. Ist gut. Vielen Dank, Frau Kollegin Rudolph. Ich bin ja schon schnell, aber Sie schlagen mich um Längen. Ich glaube, die Rede muss ich noch mal nachlesen. Also. Sehr geehrte Präsidentin, Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen, seien wir ehrlich. Oh, Entschuldigung. Ich bin mir auch nicht ganz klar, wenn man der sexuellen Orientierung gerade macht. Die Macht der Gewohnheit. So. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend.